um einen auf Last Man Standing zu machen, genau, aber voll geheilt. Die Rune befiehlt zur Ehre Aonirs. Feindlicher Angriff! Ja, hierin lassen wir erstmal in Ruhe. Dienstbarer Knochengeist. Auf mein Kommando. Mir nach. Vorwärts. In die Schlacht. Haltet durch, Männer. Verstärkt die Deckung. Sie sind überall. Achtung. Haltet durch, Männer. Feindlicher Angriff. Sie sind überall! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Okay, der dienstbare Knochengeist wurde getötet. Auf meinem Befehl! Folgt mir! Bringen wir es zu Ende! Zurück mit euch! Schließt die Reihen! Achtung! In die Schlacht! Ja. Sofort! So, jetzt können wir hier plündern. Oh, eine Schädelmünze. Nebelpanzer. Ah, Hexerrune. Hier, folgt mir! Schnell! Hier ist keine Truhe gewesen, nein. Und los! Ich könnte jetzt Vorwärts. Theoretisch einfach meine Medusa abmurksen und durch die... Ja, ich bin sehr nett. Ja. Hexerrune ersetzen. Mach ich wahrscheinlich auch. Sorry. So. Mondkristall. Beliebige Magieart. Von Nord, die Teile habe ich wahrscheinlich noch nicht alle. Also ja, ich weiß, ich habe das Helmteil gefunden. Ja, und dafür brauche ich beliebige Magieart 18. Mana-Tunnel nicht unbedingt. Dann trägst du lieber so eine. Und ein Drachenring. So. Was kannst denn du Tolles? Lebensraub, Aura, Eissturm und Todesschlag. Auf mein Kommando. Ja, sag ich nicht nein zu. Vorwärts. Mir nach. Für die Rune. Haltet durch, Männer. Was wünscht die Rune? Unverzüglich. Zurück mit euch. Schließt die Reihen. Weil gerade der Todesschlag macht übelsten Schaden bei den Mumien. Haltet durch, Männer! Zu Befehl! Unverzüglich! Die Rune ruft? Unverzüglich! Okay. Ja. Präsident. Bringen wir es zu Ende! Haltet durch, Männer! Stehe bereit! Schließt die Reihen! Fällen. Genau, so wie jetzt.
Schlagt sie zurück! Zurück mit euch! Auf mein Vorwärts. Zeichen! Schnell! In die Schlacht! Verteidigt euch! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Sie sind überall! Kämpft! Feindlicher Angriff! Zurück mit euch! Ja, du kannst ruhig da unten bleiben. Verstärkt die Deckung! So, einer noch. Schließ die Reihen! Bereit, folgt mir! Auf dem Weg! Ja, sofort! So, ich gehe mal da oben lang. Vorsicht! Ignoriere gekonnt den da unten. Ja, das wäre ein schönes Beispiel, warum ich gerne 19 auf Waffen gehabt hätte, aber das kann ich vergessen. So, was ich nicht vergessen kann, ist das hier. Das letzte Banksiegel liegt. So. Den gebe ich ja auch ab, also könnte auch mal dahin. Erzmagier hat Deko-Puppe. So, die Sachen können da oben hin. Oder habe ich noch irgendwas? Ah ja, ich habe noch das Ding. Das Ding. Die ich nie loswerden werde. Die Münze ist zum Abgeben. Zerbietentränen sind auch zum Abgeben. Die blaue Rose behalte ich mal aus Sentimentalität. Weil Geld haben wir eh genug. So, für die Dinger brauche ich noch Mörser. Den Schlüssel behalten wir mal. Gut. Auf meinem Befehl. Den HD-Tisch können wir auch erstmal ignorieren, solange wir keine Puppe des Helden haben. Und los! Außer wir finden hier in der Truhe eine, was ich bezweifle. Folgt mir! Zum Angriff! Zurück mit euch! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Zeit zu sterben! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Achtung! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Zu eurem Alles Dienst. Klar.
Schickt sie zum Seelenfluss. Vorsicht! Verstärkt die Deckung! Haltet durch, Männer! Kämpft! Bereit. Und los! Nee, kein Trickster. Kein Held. Auf mein Schnell. Zeichen! Sofort! Ja, hierhin reden wir später nochmal, nachdem ich nochmal den Befehl für die Konsole rausgesucht habe, um seinen kompletten Dialog zu anlocken. Wäre nämlich praktisch, das auf einmal zu machen. Ja, dies ist ein Tisch des berühmten Hardeco-Spiels. 5 Runensymbole sind darauf im Kreis und ein 6. angeordnet. Mhm. Ah, ihr interessiert euch für das Hardeco-Spiel. Eine gute Wahl. Was treibt ihr hier? Seit Generationen warte ich darauf, endlich mal wieder eine Partie Hardeco zu spielen. Diese Kreaturen hier sind einfach zu humorlos dafür. Ich habe keine Zeit für Spiele. Oh bitte, ich will nicht wieder jahrzehntelang warten. Ich werde euch auch belohnen, mein Wort darauf. Wollt ihr eine Partie Hardeco wagen? Was ist Hardeco? Ein uraltes Spiel, das noch von den Formern gespielt wurde. Leider ist es mitsamt ihrem Volk untergegangen. Schreckliches Pech. Das hier ist das letzte Exemplar. Die Fremden, die diese Stadt erbaut hatten, haben es damals zu Studienzwecken hierher gebracht. Das Spiel ist für 2 Spieler entworfen. Jeder Spieler hat 6 Figuren, die auf dem Spielbrett gegeneinander kämpfen. Zuerst werden 5 Zweikämpfe ausgefochten, bei denen der Herausforderer eine Figur aufstellt und der andere Spieler einen Kämpfer dagegen schickt. Nachdem die 5 Zweikämpfe ausgefochten sind, werden alle überlebenden Figuren in einen Endkampf gegeneinander geschickt. Wer zuerst alle Figuren verliert, hat auch das Spiel verloren. Die Figuren sind der Held, der Trickster, der Mentor, der Torwächter, der Schatten und der Erzmagier. Jede Figur hat Stärken und Schwächen, die ihr erlernen müsst. Aber ein paar Besonderheiten vorweg. Der Erzmagier tritt nie im Zweikampf auf. Er ist euer Avatar, wenn ihr so wollt. Er tritt nur im Endkampf an. Der Held tötet jeden Gegner im Zweikampf, scheidet dadurch aber selbst aus. Der Trickster ist launisch. Er kann schwach und stark erscheinen. Ist er schwach, verliert er gegen die anderen. Ist er aber stark, gewinnt er gegen alle. Nur der Held kann ihn dann noch töten. An diesem Spielbrett bin ich der Herausforderer. Ich stelle also einen Kämpfer auf und ihr könnt am Hardeco-Spieltisch entscheiden, welche Figur ihr der meinen entgegensetzen wollt. Nach 5 Zweikämpfen beginnt der Endkampf. Wer dann noch siegreich bleibt, hat gewonnen. Ach ja, natürlich müsst ihr erst einmal alle 6 Figuren haben, bevor ihr spielen könnt. Es sind kleine Puppen. Ihr erkennt sie an ihrer wundervollen Detailtreue. Gut. Treten wir gegeneinander an. Ihr habt nicht alle 6 Hardeco-Puppen. So können wir nicht spielen. Hier in den Landen von Xu sollten noch einige von ihnen zu finden sein. Sucht danach und kommt wieder, wenn ihr alle habt. Oh, das werden wir. Hardeco, ja, wir brauchen wirklich nur noch eine Heldenpuppe und dann müssen wir gegen Zerbo gewinnen. Es gibt ein altes Spiel der Former, das Hardeco genannt wird. Es wird mit 6 Puppen auf einem magischen Spielbrett gespielt. Sammelt diese alle 6 Hardeco-Puppen. Das Hardeco-Spiel besteht aus 6 Puppen, die magisch belebt sind. Sie sind in den Landen Xus zu finden. Ja, findet den Helden. Haltet nach der Hardeco-Puppe des Helden Ausschau. Zerbo, der Gott der Diebe, scheint ganz fanat in Hardeco zu sein. Er hat euch beim Hardeco-Spielfeld in der Stadt der Seen angesprochen und aufgefordert, eine Partie gegen ihn zu spielen. Ja, wie gesagt, brauchen wir noch eine Heldenfigur. Wenn wir die gefunden haben, können wir das machen. Jetzt aber erst einmal zurück nach Empyrea, nämlich in den Zirkus. Ja.
Dann befreien wir in der nächsten Folge den Irfit. Irfit ist was anderes. Und ja, dann sehen wir weiter. Okay, aber jetzt gibt es erstmal einen kleinen Cut. Also bis gleich.